Bist du da? Gut. Wir wollten bloß einen interessanten Job. Und jetzt sind wir in der Pampa gelandet. Im Wald. Wir hätten nie ans Wasser gehen dürfen. Hey, darf man hier rauchen? Warum willst du den Job haben, Lasse? Naja, was heißt, dass du ein Profi bist? Und immer super zahlst. Die Leute, mit denen ich geredet habe, sagen, du bist einer der besten Fotografen der Branche. Mit wem hast du denn geredet? Du bist ein Freund von Lasse? Ja. Was machst du eigentlich beim Lokalradio? Halt, sag bloß, du kennst meine Reportagen nicht. Jesus Christ, Mann. Ich bin mit Mette Marit im Bett gewesen. Und mit Wenke Voss habe ich geduscht. Hast du irgendwelche Fernseherfahrung? Hab jedenfalls schon oft davor gehockt. Ich war 3 Jahre als Reporterin in einer Nachrichtenredaktion. Okay. I'll do what you want me to, 'cause I won't. Jetzt lass den Blödsinn gefälligst sein. Warum läuft das immer so? Setz du dich dahin. Ach nein. Oh doch. So. Ohne mich kriegst du es nicht hin, stimmt's? Na los, antworte. Lasse? Sarah? Elin? Und noch Peer. Mein Credo lautet, wir müssen so viel wie unsere Kandidaten aushalten und noch zulegen können. Wir haben 4 Tage, um ein Top-Fernsehteam zu werden. Irgendwann wird jeder von uns an seine Grenzen kommen. Im Großen und Ganzen sieht der Programmablauf so aus. Morgen wird es körperlich hart. Übermorgen wird es auch körperlich hart werden. Samstag wird mental hart. Am Sonntag... Nicht das Mobiltelefon, Günther. Am Sonntag ist eine kleine Überraschung für euch geplant. Zur Feier unserer Rückkehr in die Zivilisation als eingeschworenes Team. Sind alle bereit? Ja. 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 Ich höre euch nicht. Ja. 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 Günner, darf ich vielleicht ganz kurz telefonieren? Ich warte damit bis Sonntag. Es ist so eine Angewohnheit, dass ich mich normalerweise täglich einmal bei meiner Mutter melde. Ich will ihr bloß Bescheid sagen.
Nimm's als Teil des Trainings, allein klarzukommen. Siehst du, es geht doch! Ist es noch weit? Ungefähr noch mal so weit. Hast du gehört, Lasse? Es ist noch mal so weit! Ist das deine Hütte, Günner? Entstanden ist die aus einem Munitionsdepot, das mein Großvater nach dem Krieg entdeckt hat. So war das. Und Stück für Stück haben wir sie weiter ausgebaut. Alles okay? Wohl vergessen abzuschließen. Ich nehme das Bett hier. Ja, dann würden wir erstmal ein bisschen sauber machen. Lass mich mal hinter die Tür, da müsste ein Besen sein. Echt? Ja, die gibt es mehrere. Die gleich neben dir. Gut, dann schlafe ich unten. Ja, okay. Okay. Gib dir keine Mühe, das geht seit 30 Jahren nicht mehr. Das ist ein gutes, bewährtes Telefon, unverwüstlich. Du hast den Wein getragen, Lasse. Welchen Wein? Tja, wir leben in einer Zeit ohne jede Orientierung. Die Menschen gieren nur nach Unterhaltung, aber eigentlich haben alle bloß den Wunsch nach mehr Klarheit. Sie wollen, dass ihnen jemand klar sagt, wie sie ihre unterschiedlichen Lebenssituationen bewältigen können. Und in dieser Hinsicht werden wir sie nicht enttäuschen. Wir werden Ihnen ein packenderes, tiefergehendes, radikaleres Fernsehen präsentieren als jemals zuvor. Jetzt zum Beispiel könnten wir in einer Bar in einem Berghotel sitzen. Wisst ihr, Leute, das hatte ich eigentlich auch erwartet. Kommt vielleicht noch. Aber stattdessen sind wir hier. Wir werden frieren, wir werden oft hungern, wir werden erschöpft sein, aber wir werden Klarheit schaffen. Skoll. Skoll. Willkommen. Skoll. Danke. Skoll. Trinkst du keinen Wein? Hm? Mit Leuten, die nicht trinken, ist in der Regel was faul. Stimmt. Fährt mein Schuh, ich singe. I will never be.
Jetzt los. Auf den und auf den gleichzeitig. Ich knacke auch die größten Nüsse mit meinen muskulösen Po-Backen. Knick, knack. Eine Avocado? Wo soll die denn herkommen? Warte. Knick, knack. Eine Avocado? Wo soll die denn herkommen? Was ist los, Günther? Ich hab den Wald gesehen. Habe ich dir nicht gesagt, dass du nie ans Wasser gehen darfst? Was ist los, Günther? Ich hab den Wald gesehen. Habe ich dir nicht gesagt, dass du nie ans Wasser gehen darfst? Schon vergessen. Habe ich dir nicht gesagt, dass du nie ans Wasser gehen darfst? Gute Nacht. Gibt's Frühstück? Wir werden doch hier oben was zu essen bekommen. Das findest du im Wald draußen. Hier, komm mit. Was für ein Spielchen ist das eigentlich? Ihr geht jetzt drauf zum Fluss. Den Pfad hinter der Hütte lang. Ich selbst gehe mit den Frauen. Mal sehen, wer früher mit was Essbarem wiederkommt. So einen Fluss hört man doch. Ja. Ich höre aber nichts davon. Alles in Ordnung? Ja, glaub schon. Verdammt, guck dir das an. Siehst du?
Das sind Spieße. Fisch ist Fisch, richtiges Essen ist nun mal aus Fleisch. Lass doch! Mist. Ist nicht alt. Als wir. Aber trotzdem, ist etwas. Ja, ja, allerdings. Fällt mir. Hallo? Inzwischen über einen Monat abgelaufen. An deinem Geburtstag genauer gesagt. Ich hoffe, er lebt noch. Warum hast du geschossen? Ich weiß auch nicht. Ein Reflex? Und schon gefunden? Wenn du schießt, dann kenn dabei auch kein Mitleid. Ja, Sir. Dir klebt Blut an der Hand. Willst du ein bisschen an mir fummeln? Komm her, du Süßer. Das ist schon ein heißes Teil. Absolut. Steht dir auch super. Geht nicht.
Hat gar keinen Sinn. Ich repariere sie nachher, okay? Tada! Wo habt ihr das alles her? Gut, oder? Das haben wir von ein paar großzügigen deutschen Touristen. Haben wir gefunden, in einem Zelt gleich am See unten. Könnt ihr zurückbringen. Ist doch Unsinn. Was ist überhaupt los? Ihr habt einem anderen was gestohlen. Das Zelt ist verlassen und das schon seit über einem Monat. Das Zeug wird bestimmt keiner vermissen, echt nicht. Der Punkt ist doch, dass wir uns wie Erwachsene aufführen sollten. Aber ihr geht los und benehmt euch wie richtige Vollidioten. Im Krieg ein deutsches Flugzeug abgestürzt. Mein Großvater hat mir erzählt, dass der See nie zugefroren ist. Deswegen durften wir hier nie baden gehen. Lasse! Habt ihr noch nicht genug herumgeschnüffelt? Gib her. Zum Auto, bevor es Nacht wird. Ein paar Tage mehr oder weniger spielen keine Rolle für Sie. Wie bitte? Aber wir müssen das doch der Polizei melden. Ja, aber das kann bis Sonntag warten, wenn wir sowieso zurückkommen. Bis Sonntag? Ist nicht dein Ernst. Die 4 Tage, das ist doch jetzt auch egal. Aber wohl nicht für Ihre Familie. Sie wird auch nicht wieder lebendig, bloß weil die das früher erfahren. Sag mal, bist du vollkommen durchgedreht? Überlässt du die Entscheidung mir? Bitte schön. Sonntag ist der beste Tag. Da sind wenigstens die Kirchen geöffnet. Hör zu, Günner. Wenn man eine Leiche findet, meldet man es der Polizei. Da gibt's gar keine Diskussion. Ich kapier nicht, was in deinem Kopf vorgeht. Ganz ehrlich nicht. Wir können sie nicht noch 4 Tage liegen lassen. Lasse, verlier nicht die Nerven. Du hältst dein Maul, klar? Wir melden das natürlich, sobald wir zurück sind. Am Sonntag. Ja. Okay, ich gehe. Nach Hause geht's in die andere Richtung, Lasse. Jetzt krieg dich wieder ein. Komm schon. Das behalten wir lieber für uns. Hat keinen Sinn, die Frauen zu beunruhigen.
Eine richtige Leiche habe ich noch niemals vorher gesehen. Du etwa, Günner? Hey, warte verdammt nochmal! Lasse. Hallo. War Lasse nicht bei euch? Doch, aber er dreht noch eine Runde im Wald. Elin? Kommst du mit aufs Klo? Nicht jetzt, Süße. Bitte. Hast du Schiss alleine? Na los. Kannst du mit reinkommen? Aber pinkeln kannst du alleine, oder? So. Bitteschön. Ach, ich verkneiß mir einfach. Setz dich und mach die Augen zu. Was hat das alles überhaupt mit einer Fernsehproduktion zu tun? Frag doch nicht mich. Lasse? Hallo? Das ist gar nicht komisch. Stimmt. Womit hast du mich beworfen? Hey, was hast du, ne? Was denn? Geht. Verdammt. Ist das Blut? Hä? Scheiße. Wo hast du den gefunden? Ich war das überhaupt nicht. Sarah, hast du zufällig eine Zigarette dabei? Wo hast du gesteckt? Was ist los, Lasse? Ellen, gefällt's dir hier? Irgendwas ist doch, oder? Also, Günner hat ehrlich gesagt recht. Wir können der Frau im See nicht mehr helfen. Die ist tot, ist eben Fakt. Deine Mutter wird nicht sterben, wenn sie jetzt mal 4 Tage alleine ist. Was macht dich denn so wütend? Günner spielt gerade voll mit dem Feuer. Draußen stimmt was nicht.
Hier, sehr witzig. Ich habe ihren toten Vogel in den Schlafsack gesteckt. Aber sonst geht's dir hoffentlich gut. Ich sag dir, was Besseres hat seit Jahren nicht mehr bei der im Bett gelegen. Sollte bloß ein harmloser Spaß sein, Lasse. Nimm das doch nicht so tierisch ernst, also echt. Hallo? Was ist denn? Die Tanne stört mich schon eine Ewigkeit. Und das ganze Licht. Aber weißt du, es ist spät. Du solltest vielleicht schlafen. Schlafen kann ich doch sowieso nicht. Nein, aber wir eben leider auch nicht, wenn du hier weitermachst. Hör zu, Günnar, könntest du es sein lassen? Mag sein, dass es dir bei der Lösung deiner Probleme hilft, aber auf die Weise ist morgen früh kein Wald mehr da. Leg dich wieder hin. Süßen Maus aus dem kleinen Videoladen. Eben den Slip von den Beinen gezogen. Tut mir echt leid, aber ich dreh langsam durch, weil wir keine Zigaretten mitnehmen durften. Du brauchst nicht, du hast das Problem nicht, aber ich. Was ist denn das für ein Geräusch? Guck aus dem Fenster, dann weißt du, für wen wir arbeiten. Ja, komplett irre. Wieso und seit wann arbeitest du überhaupt mit ihm? Die lange oder die kurze Version? Bis ich irgendwann eingeschlafen bin. Okay. Als ich 15 war, habe ich die neue Frau von meinem Vater nicht mehr ertragen und ich dachte, ich gehe nach Stockholm. Und da habe ich mir einen Job in der Bar gesucht. Eines Abends ist er vorbeigekommen. Warst du damals wirklich erst 15? Ja, wir haben uns unterhalten. Er hat mir erzählt, dass er gerade mit seiner schwedischen Frau eine Produktionsfirma aufgemacht hat. Ich habe ihn dann also aus Spaß gefragt, ob er einen Job für mich hätte. Den hatte er. Was ich gut kann, wollte er wissen. Wie geht's denn weiter? Ich meine, seid ihr dann... Hast du dafür was Besonderes machen müssen? Nein. Schlaf jetzt.
so. Na schön. Strip-Poker? Klar. Na dann. Ach, du schummelst dann dauernd und ich gehe unter. Kommt sein. Okay, bist du bereit? Das ist schon nicht ohne. Das will ich sehen. Ich geb's zu, ich bin ein Feigling. Geh Brennholz holen. Hallo. Guten Morgen. Du musst aufstehen. Du kannst dich schon auf was gefasst machen.
um 7 Uhr. Aufstehen. Warum verbreitest du so eine Hektik? Wir haben ein hartes Programm vor uns. Ganz ruhig. Mann, hast du mich erschreckt. Du hast mir voll wehgetan. Wehgetan? Na hier. Guck's dir an. Ich hab dich doch überhaupt nicht angefasst. Vorhin am Zelt. Vorhin am Zelt? Ich hab versucht, aus dem Funkloch rauszukommen. Und was hast du am Zelt gesucht? In der Welt würde ich noch mal an den See gehen. Solltet ihr euch nicht vom See fernhalten? Ich hab's gesagt. Oder etwa nicht. Aber ich glaube schon. Gunnar, er hat uns Interessantes mitzuteilen. Schönen Dank auch, Judas. Ich habe ein Netz bekommen. Wir hätten jemanden anrufen können. Also echt. Ja. Bitte respektiert die Regeln, die ich aufgestellt habe. Sonst können wir nicht zusammenarbeiten. Alle außer Peer machen sich an die Tagesaufgabe. Oh nein. Das Klo habe ich nicht mal benutzt. Da hebe ich es doch auch nicht aus. Peer, damit zeigst du zum ersten Mal Einsatz für jemand anderen als dich selbst. Das finde ich rührend. In ein paar Stunden kommen wir wieder. Bis dahin wirst du fertig sein. Also passt mal auf, ich mache ja wirklich eine Menge mit, aber das hier ganz sicher nicht. Alles andere, das aber nicht. Hältst du den Stern aus? Den Stern? Ein altes Indianerspiel, das wir gespielt haben, als wir klein waren. Er hat die Feinde am Boden festgebunden und wartet, bis sich die Ameisen über sie hergemacht haben. Gute Idee. Aber warum so streng, Günner? Ich habe nur versucht, eine Netzverbindung zu kriegen. Dafür kannst du niemanden bestrafen. Doch. Günner, lässt du den Blödsinn jetzt vielleicht... Nein, nein, er hat doch völlig recht. Wenn schon Regeln, dann für alle. Sarah, ich will doch, dass du meine Frau wirst. Ich will eine Familie mit dir gründen, einen Campingwagen kaufen. Aber du stehst hier und betest Günner an. Der könnte vom Alter her dein Vater sein. Das Alter ist egal. Kommt jetzt. Lasse, mein bester Freund. Ja, meine ich, hat doch auch was für sich. Du machst es dir hier gemütlich, während wir anderen mit diesem Irren mitgehen müssen und weiß Gott was anstellen. Schon gut. Ich bleibe hier und gehe nicht weg. Ja. Ist das der Dank dafür, dass ich dein bescheuertes Tonbandgerät repariert habe? Und ja, nicht zum Wasser gehen. Denk an die Leiche, die da drin liegt, Günner. Die Baumstämme da müssen hier hoch. Der macht doch Witze, oder? Nein. Ein Stückchen drehen, hilf mal. Oh. Okay, gut. Bist du bereit? Ja. Schaffst du es? Ja, geht schon. Oh, Mann. Mist, kannst du noch nicht mal ein Stück Holz tragen? Die Klappe. Gibst du schon auf? Das tut dir gut. Treibt das Nikotin aus dem Körper. Ich kapier nicht, was die Nummer bringt. Ich will wieder zu Peer. Das hat alles seinen Sinn. Du meinst, dass die Frauen auf diese Macho-Tour abfahren? Ich bezahle für den Job. Vergiss das bitte nicht.
Wir sind gespannt, Günner. Was wird denn das, wenn's fertig ist? Schon mal was von Sisyphos gehört? Von wem? Oh nein. Sisyphos war jemand, der den Tod überlisten wollte. Die Strafe bekam er im Hades. Er musste in alle Ewigkeit einen Felsblock auf einen Berg hinaufrollen. Aber endlich am Ziel rollte er wieder runter und alles begann von vorne. Sisyphos war ein glücklicher Mann. Du arbeitest schon eine Ewigkeit für ihn und lässt sowas zu? Hallo? Ja, lass mich in Ruhe. Es wird ein paar Tage dauern, bis du mit dem Fuß wieder auftreten kannst. Einen auf Taff machen? Jetzt mal ehrlich. Was ist mit dem Günner passiert, mit dem es Spaß gemacht hat zu arbeiten? Den Menschen was bedeuten? Ich toleriere keinen Ungehorsam. Das weißt du ganz genau. Ja, aber was bringen diese Bestrafungen, Günner? Was? Und diese Schufterei? Was willst du damit bezwecken? Wie alt ist deine Tochter jetzt? Hä? Triffst du sie eigentlich noch manchmal? Sag schon. Ist das verdammt nochmal nicht viel wichtiger, als dass aus irgendeiner Idiotentruppe ein Team wird? Hörst du? Hier sind ganz viele. Zur Hölle mit euch! So krank. Tja, auf jeden Fall der Typ, der ihn hier hingelegt hat. Peer? Peer? Günner! Sich selbst befreit. Lass dich stehen.
Jetzt muss er selbst aufräumen. Verdammt, was bringt das denn? Wir schaffen jetzt sofort wieder Ordnung. Deiner Meinung nach hin, Günner. Günner. Wo ist er, glaubst du? Er ist ab nach Hause. Und lässt einfach diesen Traumjob sausen? Er war nicht der richtige Typ dafür. Müssten wir nicht wenigstens mal nach ihm suchen? Wer fährt nach Hause und lässt trotzdem seine Schlüssel hier? Das sieht gar nicht gut aus. Vielleicht ist was da draußen. Da ist was, stimmt. Was gefunden. Im Wasser. Am See, wo das Zelt steht. Willst du vielleicht weiter erzählen, Günner? Wir haben eine tote Frau in einem Netz gefunden. Und wir haben sie einfach liegen lassen. Richtig, Günner? Ein Unfall, der vor über einem Monat passiert ist. Das hat rein gar nichts mit uns zu tun. Warum habt ihr denn nichts gesagt? Dafür ist er verantwortlich. Wir können sowieso erst was unternehmen, wenn wir Sonntag zurück sind. Nein, wir brechen den Ausflug sofort ab. Vielleicht liegen inzwischen zwei Leichen im Wasser, Günner. Also, es ist schon witzig. Immer wenn die Lage etwas schwieriger wird, denkt ihr ans Aufgeben. Dabei sind wir hier, um genau solche Erfahrungen zu machen. Das ist doch völliger Unsinn. Warum hast du überhaupt nichts gesagt? Es war, weiß Gott, alles andere als leicht abzuwägen, ob wir weitermachen sollen. Aber nun ist es entschieden. Ich übernehme die Verantwortung. Wenn ihr trotzdem lieber abfahren wollt, fahrt doch. Aber ihr bekommt nie wieder einen Job von mir. Rauchsignale an Peer. Der Tabak ist ein bisschen trocken. Liegt ja auch schon einen Monat rum. Übrigens, vielen Dank für den schönen Ausflug. Ja. Hast du Lust auf einen Schnaps? Dann könnten wir hier sitzen und warten, bis Peer zurückkommt. Was meinst du? Na, krieg dich wieder an. Komm von diesem Bestrafungstrip runter, das ist echt wild. Au! Du weißt genau, dass du am Ende bist. Du verlierst die Kontrolle, Günner, richtig? Ihr habt beide eine faire Chance, Peer und du.
wenn irgendwas mit Per passiert ist, dann hänge ich dir eine Klage an, die sich gewaschen hat. Das schwöre ich dir. Dann bist du nicht der Erste. Finna! Bei dir gewesen? Er steht oben am Hang. Und da bleibt er auch ungefähr noch ein Stündchen. Hm? Er war wieder im Zelt, das dulde ich nicht. Jetzt ist es aber langsam mal gut. Mach nicht so ein Ding draus, Günner. Was macht dein Fuß? Hast du mich gehört? Du gehst zu weit. Du bleibst gefälligst hier. Genug von dir und dieser Scheiße. Du, mir ist nicht nach der Tannenzapfenschlacht, okay? Lasse? Sarah? Lasse! Rate mal, was ich gemacht habe. Ich habe Günner voll eine runtergehauen. Na super, ich habe gewusst, man kann sich auf dich verlassen. Hast du Per gesehen? Ich glaube, dass er irgendwo ganz in der Nähe ist. In seinem Kleid. Ist schon heiß. Wie lange steht er schon auf so eine Sache? Kleider und so. Naja. Ich bin mit Per aufgewachsen. Bei ihm, da muss man auf eine Menge gefasst sein, ganz bestimmt. Du solltest aber wissen, dass er diesen Job hat er nur angenommen, weil er sehr verliebt in dich ist. Und du, Lasse? Ich? Ich bin ein lahmer Frühpensionär. Aus mir müsste endlich was werden. Du solltest vielleicht langsam von zu Hause ausziehen. Na. Naja. Ich hätte am liebsten viele kleine Lasses. Einen da und einen zweiten dann da. Und dann natürlich einen, der da im Baum rumklettert. Oh, das ist wirklich ein süßer Kerl. Und noch einen da drüben vielleicht. Thank you.
Wir holen die Schlafsäcke und übernachten einfach hier. Habt ihr ihn gefunden? Am Seeufer unten. Was ist passiert? Siehst du, was du angerichtet hast? Verschwinde! Nein, Grüner, warte! Geh nicht! Wir wissen nicht, was da draußen lauert! Lass ihn gehen. Ich freue mich drauf, ihn morgen aus dem Wasser zu ziehen. Lasse. Sei vorsichtig. Du auch. Thank you.
Zelt nachgesehen. Da war aber keiner. Wo sind die anderen? Wir wollen zum Auto gehen und telefonieren. Lasse? Stämme sind weggespült. Wir hätten jetzt nicht rausgehen dürfen. So weit hätte es erst gar nicht kommen dürfen. Was ist überhaupt los mit dir? Du hörst auf keinen und treibst es immer weiter. So wird dein Weg irgendwann in die Hölle führen, Günner. Scheiße. Ja. Falls ich diese Nacht überleben sollte, werde ich niemals wieder mit dir zusammenarbeiten. Mann.
Sarah! Bist du da? Per? Gut. Wir hätten nie ans Wasser gehen dürfen. Sie waren auf Hochzeitsreise. Der Kerl war total durchgeknallt. So fröhlich hat die ganze Sache mal angefangen. Weißt du, was passiert ist? Die zwei wollten eigentlich den See finden, wo der Großvater von dem Irren im Krieg abgestürzt war. Die Polizei glaubt, dass die Frau beim Baden in dem eiskalten See ertrunken ist. Direkt vor seinen Augen. Da ist er verrückt geworden. Als wir dann im Zelt rumgewühlt und auch noch die Leiche rausgefischt haben, ist er ausgerastet. Inzwischen auch gemerkt, Peer, richtig? Dass etwas nicht stimmt.